Das ist so richtig eigentlich noch gar nicht so lange her. Ich hatte vor ungefähr 2 Jahren mal so eine Phase, wo ich nicht wusste, möchte ich an der Uni bleiben, möchte ich nicht an der Uni bleiben, und habe mich da so ein bisschen ausprobiert, und da habe ich das eigentlich zumindest wiederentdeckt. Also ich habe schon immer Interesse gehabt, so was so man auch als Jugendliche oft gerne macht, irgendwie ein bisschen zeichnen oder irgendwie ein bisschen Animation vielleicht auch am Computer. Aber die Generative Art Sachen, die habe ich jetzt so vor 2 Jahren ungefähr für mich entdeckt. Genau. Ich würde sagen, ziemlich arg, zumindest über das Verschwörhaus. Das ist ein Hack- und Makespace, der ist in der Stadtmitte in Ulm, und der wird von der Stadt gefördert. Und das ist was ziemlich, das gibt es ziemlich selten. Also ich weiß spontan eigentlich von keinem, der das hat. Und da gibt es halt ziemlich viele Möglichkeiten, sich auszutoben mit Lasercuttern und CNC-Fräsen und irgendwie 3D-Druckern zum Beispiel. Und durch die Möglichkeit konnte ich irgendwie so viel experimentieren. Das hätte ich sonst nicht, also definitiv nicht allein machen können. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ja, da bin ich sehr aufgeregt, weil es natürlich meine erste Ausstellung, die ich praktisch komplett mitgestalten kann. Ich war schon ein Teil von kleineren Ausstellungen auch im Ausland. Aber jetzt organisiere ich das halt mit praktisch und kann mir auch wirklich überlegen, wie ich Sachen von mir präsentieren will. Das ist neu, da habe ich noch wenig Erfahrung. Und das ist ganz spannend. Ja, und ich zeige eigentlich so von allen Sachen ein bisschen, was ich gemacht habe. Ich arbeite ja viel mit Stiftplottern. Das sind so mechanische Geräte, wo man einen Stift einspannen kann, der dann was zeichnet. Und in dem Fall sind das Sachen aus Algorithmen, die ich geschrieben habe, die dann eben generativ erzeugt werden. Aber auch Sachen, die ich mit CNC-Fräsen gebaut habe. Sachen, wo ich mit Stoffdruck experimentiert habe. Also wird sehr vielfältig und hoffentlich auch interaktiv. Generativ. Genau, also es geht ja, bei mir geht es ja ganz viel darum, dass ich eben mit Computern und mit Technik arbeite. Und es entsteht da eigentlich nicht nur ein Kunstwerk zum Schluss, sondern eine ganze Palette an Kunstwerken, weil es ja ein Algorithmus oder ein Programm ist, das ganz viel erzeugen kann. Und deswegen würde ich sagen, es ist sehr, sehr vielfältig und individuell, weil ich auch jedem, der gerne ein Kunstwerk von mir haben möchte, zum Beispiel, dem könnte ich sofort ein individuelles Stück aus einem Algorithmus anfertigen. Und sie würden aber trotzdem ein Gesamtbild geben. Genau, bei mir ist es eben durch Programme, die ich schreibe. Also ich überlege mir, was zum Schluss rauskommen soll, ein Projekt, was man jetzt auch im Hintergrund so ein bisschen sieht. Da kommen so florale Muster raus, und ich überlege mir, wie die aussehen könnten oder wie die aussehen dürfen, und lege dann Grenzwerte fest sozusagen, wie die Blattformen aussehen dürfen, wie viele Blätter so eine Blüte haben kann. Und das gieße ich dann praktisch in einen Algorithmus, in ein Programm, genau, und kann dadurch dann Bilder erzeugen. Also ich spiele praktisch einerseits ein bisschen mit Zufallswerten, mit Mathematik, mit Informatik, mit Programmieren, aber eben mit der bildenden Kunst als Erzeugnis, was zum Schluss rauskommt. Ich bin Sabine Wieloch, promoviere momentan an der Uni Ulm in Informatik, im Machine Learning Bereich, und im Internet findet man mich unter dem Pseudonym Bleeptrack. Ich generiere zum Beispiel florale Muster oder so Käfersilhouetten, oder arbeite auch mit einem Algorithmus, der simuliert so Venenwachstum in Blättern, und habe damit einen Stuhl entworfen. Also so Einflüsse aus der Natur finde ich momentan auch ganz spannend. Ich würde sagen, beides. Also einerseits ist es natürlich digital, Computerkunst, dadurch, dass ich das programmiere. Aber ich habe halt sehr viel Spaß, das irgendwie in die analoge Welt zu bringen, sei es mit Stiftplottern, 3D-Druckern, Lasercutter, CNC-Fräse. Da tobe ich mich gern mit allem aus, was ich so finden kann. Entweder in der Badewanne oder so nachts um 3 im Bett, wenn man nicht schlafen kann. Da kam auch die erste Idee mit dem Käfergenerator. Das war mein erstes größeres Projekt. Das war auch so eine nachts um 3 im Bett Liege-Idee. Technisch verträumt, und dann könnte man noch so ein Modewort nehmen wie Cyber oder so. Ja, genau. Dann sind wir leer.